Willkommen zurück bei dem Club. Ja, wir sollen die Stelle da erreichen. Allerdings habe ich hier diese Dinge gesehen, als ich mich umgeguckt habe. Und deswegen suche ich hier gerade mal ein bisschen weiter. Vielleicht finde ich ja nämlich noch was. Damit wäre die Tür nach da unten auf. Die hier würde auch aufgehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da so drin ist. Gut, ich bin verkleidet für den Monsterball. Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. Undercover 001. 0001. Nicht 00. Ah, okay, so Tiefgarage ist hier. Also es lohnt sich sogar hier reinzufahren, mal abzubremsen, wenn man das Tor wieder zugemacht hat. Dein Gesicht sieht man aber auch überall. Ja, cool, ne? Waffennärrin. Okay, die ist auf meiner Seite. Danke für dein Geld. Ja, auch wenn es nur 400 sind. Irgendwo geht's aber auch noch da oben. Ah, nee, doch nicht. Es ging da einmal hier so. Ganz komisch schon. Gut. Wir sollen dahin. Wahrscheinlich hier runter. Jo. Na, dann wollen wir mal gucken. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Mr. Crispin, hier entlang bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Die waren zu langsam. Steck erstmal das Handy weg. Wobei, dann finden wir mal raus, wer hier alles so ist. Verschwörungstheoretiker. Das muss Crispin sein. Kranker Penner. Ich hab was von Kannibalismus gehört. Also ich hatte den Typen am Telefon und der hat nicht mal gesagt, dass er meine Raten erhöht. Dieser Rushmore. Sie einfach. Und dann nicht meine Politiker nur sein kann, bevor ich sie bezahle. Aber glaube ich, okay, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Und sich noch Herzinfarkt. Ja, mit ihm und Lucky. Oh mein Gott, das ist ekelhaft. Alter, du bist ein Kopf. Die Sache ist, wie kann man eine Kampagne... Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das sah nach einem Hintern aus. Also du bist die Aufmerksamkeit, hm? Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. Ich bin der Rächer. Marihuana.
Wir sind eigentlich so bekannt, wenn man belegt wegen unserem Gesicht und so. Falls immer wieder irgendwo auftaucht. Willst du mich anmachen? Ne, das war jetzt so der Texturrand von unten. Meine Waffe. Hoffentlich beehren sie uns bald wieder. Nein. Ich glaube nicht. Tu mir einen Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Ruf den Club an, gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Handy. So. Die Mission hätten wir auch geschafft. Okay, das ging definitiv schneller, als ich erwartet hatte. Ein fixer Auftrag? Nee, ich würde gerade auch gerne mal so einen anderen Job mal machen. Nein. Wo ich fahren lerne? Hier. Ich übe hier. Schicke Karre. Zum Anmelden B drücken. Der Blackout von 2003 war eine Warnung. Die kritische Infrastruktur der Stadt gehört in eine demilitarisierte Zone. 11 Menschen starben, weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Canny ist ein Held, kein Terrorist. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Übernehmt Kontrolle. Was hat er denn vor? Ja, da hat er aber mal recht. Na, was hast du? 400 nur. Voll der Oldtimer hier. Okay. Die Nachricht hatten wir aber auch schon mal. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert, ob da nicht noch ein bisschen mehr bei rumkam. Hier die Regentropfen auf dem Dach. Ist auch cool. Ich versuche mal, den Wagen heile zu lassen. Gehackt. Na, was ist mit dir? Ich hätte gerne irgendwie mal so einen anderen Auftrag. Der so mit Verbrechen. So ein Verbrechensauftrag, das wäre echt voll cool. Ist ja nicht so, dass ich gerade auf einer Mission bin. Aber ich glaube einfach, die Stelle, wo ich bin, laufen nicht so viele Leute rum. Wo das passieren könnte. Oh, das war knapp. Einer ist mir hinten reingefahren. Und ich fast irgendwo anders. So. Aber wir fahren da jetzt mal rüber.
Und schauen wir mal, was das Auto so geben kann. Gummi. Brandon Docks. Also der Grip ist auf jeden Fall echt gut. Das lässt sich mal echt schön steuern im Gegensatz zu den meisten anderen Autos hier. So ein bisschen auf Drift, so ein bisschen ist es auch. Für die anderen, aber das ist nichts Neues. Das kennt man inzwischen hier in dem Spiel. Ich glaube, das Auto ist unkaputtbar. Aber auch nur, weil ich das für die Mission brauche. Na, das ist ehrlich so mein Eindruck irgendwie so ein bisschen. Hm. So. Kleine Abkürzung. Hopp, nächste Brücke. Hey. Das erinnert mich ein bisschen an unsere kleine versteckte Basis hier, den ganzen Teilen. Aber ich glaube, ich fahre gerade direkt zu dem Auftrag einfach mal stumpf hin. Ich meine, es gibt hier gerade ja nicht so einen Auftrag, den ich gerne hätte, dementsprechend. So, gehen wir einfach mal Gummi hier hin. Quinns Auktion. Iraq ist irgendwo da drin. Die Security ist streng und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet werden. Iraq finden, seine Marke scannen und nichts wie raus da. Klingt leicht genug. Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. Ja. Das glaube ich allerdings auch. Aber wenn man mal ein Auto braucht, findet man jedoch ganz gut eins. So, wir parken das natürlich auch mal so wie alle anderen. So. Dann steigen wir das hier ein. Vielleicht schalten wir noch irgendein Auto frei. Auch wenn ich inzwischen schon echt einige Autos durch habe. So kommt man natürlich auch von Auto zu Auto. Okay, so. Oh Gott, ist das Auto da dreckig. Da stehen noch Corvettes. Auch wenn die hier nicht das Corvette-Zeichen haben werden. Definitiv Corvette. Also dieser Abdruck, dieser Hintern ist definitiv Corvette. Ja. Nein, 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 nein. Komm schon. Ich sag das Auto. Aha. Aha. Interessant, das sind zwei Autos, in die ich nicht einsteigen kann. Genauso wenig wie das Polizeiauto. Also drei Autos, wo ich nicht einsteigen kann. Gut. ich habe nichts gemacht. Was damit passiert, würde ich sagen, schauen wir uns in einer nächsten Folge von Watch Dogs an. Mal gucken, ob mein Bombenplan was bringt. Ich hoff's ja, ernsthaft. Und ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal, wo es mächtig explodieren wird.